Und damit willkommen zurück. Aufnahme läuft, sieht alles gut aus. Einmal umschalten und dann geht's auch schon los. Sehr schön. So, Piraten machen sich hier auf, das sieht alles gut aus. Ich glaube, langsam schaffen wir es. Ja. Alle Geschütze bereit. Gar nicht so schlecht derzeit, würde ich mal sagen. Okay. Was ist das? Phasenstrom Bomberfregatten? Ja, abgeschlossen. können wir auch mal ein paar Bomberfregatten holen. Okay. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Also hier im Melde Nebel mich ist zur nicht Stelle. viel. Hier ist heißt gar nichts. Was will ich da? Nix. Oh doch, den Planeten könnte ich mir holen. Wohin, Commander? Übermittlung empfangen. Wenn der hier so viel Zeugs hat, der Ihre springt in Befehle, seinen Tod. Kommandant? Das ist ja geil. Volle Energie auf den Der Sprungantrieb. springt volle Kanne in seinen Tod mit den ganzen Schiffen hier. Der schickt immer mehr. Was macht der denn? Was für ein Idiot. So. Commander an Deck. Und die gehen hierher. Bereit für die vorderste Front. Ups, habe ich so viel gekauft. Naja. Zusätzliche Credits benötigt. Unsere Flotte Unzureichende wird Finanzmittel, angegriffen. er mehr dafür. Ihre Befehle, Kommandant! Ja, ist ja Schlagt die Eindringlinge zurück! Och nö. Ihre Befehle, Kommandant! Gut, dann spring mal wieder dahin. Mir ist es doch so Freund wurscht. und Helfer. Macht's doch, was ihr wollt. Unser Planet wird belagert. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ich habe halt hier leider noch keine Sternbasen, ne? Das ist problematisch. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Das Zeug soll erst noch gebaut werden. Ich hätte nicht gedacht, dass der Grüne tatsächlich noch so eine Armada aufstellen kann. Bauwerk komplett. Habe ich ihn wohl ein bisschen unterschätzt, ne? Bereit für die vorderste Front. Ja, beeilt euch. Wir sind bereit. Springt einfach. Wir sind bereit. Wir müssen nämlich den Planeten hier schützen. Da geht jetzt ein bisschen was kaputt, das ist doof, aber. Nee, ich muss das alles weghauen. Der hat noch zu viele Planeten. Raketen am Morgen mögen, ja. Unsere Verstärkung. Nein, ja, wenn's meine sind, vielleicht. Es kommt ganz drauf an. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ihre Befehle, Kommandant? Phasensprung initiiert. So. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Ihr Freund und Helfer. Alle Geschütze bereit. Bomberstaffel meldet Bereitschaft. Ja, genau. Ui, was geht denn hier alles kaupt? Supplicht-Hauptantrieb wurde deaktiviert. Manövrier wurde deaktiviert. Wow, jetzt können sie sich gar nicht mehr bewegen. Haha! Jetzt sterben sie. Das war's. Das ist doch mal Ende. Hier geht sogar noch eine Novalitkanone irgendwann hin. Cool. Bauen wir doch gleich. Aber wieso nicht, ne? Wenn ich darf. Darf ich jetzt mehrere bauen? Darf ich hier oben wieder eine bauen? Erstmal habe ich unzureichende Finanzmittel. Gut, das warten wir jetzt ab. Wir sind bereit. Alle Geschütze bereit. Schild hochfahren. Bereit für das Kommando. So. Bauwerk komplett. Hey, schaut euch die Zahlen mal an. Da geht alles kaputt, die Jagdgeschwader. Na, ja, nicht so wichtig. Die Träger sind wichtig. Wo sind die ganzen Träger? Feindliche Truppen sind eingetroffen. Keine Ahnung. Hier, Transportkreuzer. Hier, die ganzen Transportkreuze müssen weg. Ach, kommt schon. Nee, der kassiert und wir kassiert. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ich spring ihm auch gleich hinterher, ich sag's euch. Ich kenn da nichts. Irgendwann ist einfach Ende.
Ne? Auch ich habe auch irgendwo meine Grenzen, wo ich sage, stopp. Jetzt reicht's. Erwin zur Verfügung. So, gleich hinterher. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ruf sie rein und springt endlich. Hau weg den Müll. Ihre Befehle, Kommandant? So. Geben Sie mir etwas zu bombardieren. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Kolonieschiff geht dorthin. Jawohl, Commander. Wir sind bereit. Gut. Phasensprung initiiert. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Oh oh, die sind aber ein bisschen früh reingesprungen. Ihr Freund und Helfer. Berechne Sprungkoordinaten. Jetzt aber schnell. Warte nach ihnen. Ihr springt's nochmal raus und dann wieder rein. Das war jetzt schlecht. Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Vielleicht, das sehen wir gleich. Ah, obwohl eigentlich könnten die bleiben. Jetzt ist auch zu spät. Ist egal. Ist egal. Phasensprung auf mein Signal. Phasensprung abgeschlossen. So. Ihre Befehle, Kommandant. Und sobald der Titan da antrifft, macht's wieder inspirieren, beeinträchtigen. Boing. Ruf sie rein und springt endlich. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Schilde hochfahren, wir greifen an. Ich werde nicht verdammt. Kann man den einnehmen? Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Dann brauche ich aber nochmal zwei von denen hier. Ja, komm jetzt. Je größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Warte mal, da war noch irgendwas von wegen Sternenbasen. Ah ja, genau hier. Je größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Was ist denn das immer? Nee. Egal. Was auch immer es ist. Hier gibt's jetzt erstmal fett kaboom und tschüss und auf Wiedersehen. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Ja, Kolonie. Und es ist eine gute Kolonie. Alle Geschütze bereit. Melde mich zur Stelle. So, eine Raffinerie auch noch gleich hinzufügen. Jetzt brauche ich erstmal Geld. Und ich muss ganz dringend die zivile Infrastruktur ausbauen. Sonst habe ich hier Probleme mit den Steuern. Vor einem bevorstehenden Planeten kolonisiert, Produktionsbericht, Raubzug. 4000! Wer hat denn da so viel Geld? Ein Angriff auf das Empire ist noch ja, geil! Geworden. Eigentlich müsste ich da jetzt anfangen. Wahrscheinlich ist es der Grüne, der sich denkt, geben Sie den Befehl! Wenn ich da jetzt mit 4000 weg, aber da müssten schon 20.000 rausspringen, dass ich sage, ich gehe jetzt vom Grünen weg, nachdem er mir so viel Stress gemacht hat. Befehle, nee, sorry. Für 20.000 würde ich mir überlegen. Aber da, es müssten 50.000 sein. Es lohnt sich halt nicht für nur 4.000, selbst für 20.000. Schaut's mal. Müsste ich von hier springen, ewig weit weg. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Also wirklich ewig weit weg. Das ist nicht gut. Und sind unterwegs. Nee. Ein Problem mit dem Jäger? Mach ich nicht. Hui. Okay. Wir sind bereit. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Für die Koalition. Okay. Nicht ausreichende Metalle. Ah, komm schon. Ich brauch das Zeugs. So. Haben wir jetzt hier das? Problem mit dem Jäger? Bauwerk komplett. Ihr Freund und levelt der Titan eigentlich noch? Wo stehen denn die? Ich glaube 10 ist das Maximum, oder? Mehr Erfahrung kann er nicht haben. Die sind ja alle schon Stufe 10. Wow. Das ist gut gelevelt, würde ich mal sagen. Das ist wirklich gut gelevelt. Jetzt schaut's mal. Irgendein Profi wird doch wissen, ob diese Titan-Levelung nützlich oder schwachsinnig ist. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Mir gefällt da. Die rasende Verteidigung ist super. Unterbrechungsmatrix ist auch nicht schlecht. Gruppenschild kann man nichts sagen. Inspirieren ist halt die Ulti, ne? Und das hier ist Max und der Antimaterie-Trichter ist okay. Könnte besser sein, aber ich glaube, da brauche ich nicht so viel. Müsste passen.
Eine neue Kolonie wurde gegründet. Yeah, nice. Dann müssen wir ja fast gleich nochmal zwei neue bauen. Kann ich mir gar nicht leisten. Nicht ausreichende Metalle. Ich kann mir nichts leisten. Ihr Freund und Helfer. So. Das ist teuer. Erwarte Befehle. Sehr teuer sogar. Das kostet auch Geld. Ich baue die jetzt direkt nebeneinander. Schauen wir mal. Inwiefern das Sinn macht. Das jetzt auszubauen macht wenig Sinn. Weil ich nicht weiß, ob ich den halten kann. Das muss ich alles ein bisschen langsamer machen. Mehr Kristalle benötigt. Hier ist halt wichtig, ne? So. Genau, der darf nicht, weil er kein Geld hat. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Abstand, so ungefähr. Ihre Befehle, Kommandant? So, den zerstöre ich auch noch. Ah, ein Titan! Soll gebaut werden. Sind eingetroffen. Terrados. Ja, das dachte ich mir schon, dass ich den vorerst nicht halten werde. Deswegen war das auch dämlich, da anzufangen, den auszubauen, weil... Was will ich hier machen, ne? Nix, das ist Schwachsinn. Abgeschlossen. Aber ist egal, ich hole mir jetzt den Planeten, das macht nämlich viel mehr Sinn. Na gut, das. Springen die auch irgendwann? Die sind so langsam unterwegs. Das kostet zu viel Geld, das habe ich gerade nicht. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Naja. Na jetzt aber. Na also. Wir sind bereit! Planetenentwicklung abgeschlossen. Ja, das kann er sich holen, der Terradas. Das macht jetzt nichts. Das schauen wir uns dann Stück für Stück an. Wichtig sind hier dann auch diese Upgrades. Handelsposten. Geld, Geld, Geld. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Aber Clusius können wir uns noch holen. Das passt dann schon. Bauwerk komplett. Das ist ganz in Ordnung. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So, und bam! Mehr Handel, mehr Geld. Einer unserer Gegner hat einen Titan fertiggestellt. Ihre Befehle, Kommandant? Kann ich gleich... Nee, der haut ab. Der haut ab. Der wird nicht kämpfen. Schade, ich hätte die Titanengießerei früher zerstören sollen, aber... Ich werde nicht versagen. Also was, ich probiere das einfach. Vielleicht kann ich den Titan ja doch noch besiegen. Na, unwahrscheinlich. Schilde hochfahren, wir greifen an. Sehr unwahrscheinlich. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Hau mal lieber die Sternbasis platt. Unser Planet wird belagert. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist halt doof. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht. Aber was will ich machen, ne? Das ist jetzt wie es ist und gut ist. Und schon ein bisschen mehr Metall. Na, also. Ihre Befehle, Kommandant? Schilde hochfahren! Wir greifen an! So. Schlag die Eindringlinge zurück! Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Schauen wir mal. Ja, das ist halt weg. Terradas ist erstmal weg. Hier gibt's allerdings... Geothermal-Wärmeplätze. Hat Fernsensor. Interessant. Sehr interessant. Feindliche Truppen sind eingetroffen. So.
Ein bisschen Verteidigung können wir da ja mal aufbauen. Planetenentwicklung. Und hier übrigens auch. So ein Phasensprung in Hibitor ist immer gut. Schildgenerator, den tun wir hier hin. Keine taktischen Plätze mehr. Okay. Reparaturdings ist doch wichtiger. Finde ich jetzt zumindest. Das ist meine Ansicht. Haben wir das bald? Ja, der Planet. Der ist bald platt. Was haben wir entdeckt? Mehr Bevölkerung, mehr Integrität. Schick. Ein bewohnbares Höhlensystem. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. So, ich verliere zwar Terrados, oder wie das heißt, Terrados, aber er verliert Clusius, das ist auch in Ordnung. Ihr Freund und ich, ja. Ihre Befehle, Kommandant. Ich werde nicht. Springen wir gleich rüber und dann sehen wir weiter, wie das wird. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Bauwerk komplett. Ja, hier werde ich sicher noch einen Handelsposten hinbauen. Greift in die Schlacht ein. Ja. Bauwerk komplett. Ihr Freund und Helfer. Ich werde nicht versagen. So. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ich werde nicht versagen. Schauen wir mal. Aha. Ja, was will er denn da jetzt? Ich meine, die Sternenbasen sind nicht perfekt ausgerüstet. Stimmt. Aber das kommt mir dann doch ein bisschen dämlich vor. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ich meine, ich kann die ausrüsten, ne? Das geht ja schnell. Hab zwar nicht sehr viel Geld übrig, aber der Planet gehört noch immer mir. Bauwerk komplett. Auch wenn die Loyalität gerade sehr zu wünschen übrig lässt, aber das macht nichts. Phasensprung. Ich weiß schon genau, was er damit versucht, aber ja, der kann sich hier austoben, wenn er das wirklich möchte. Konsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Ah, es geht nichts mehr. Okay. Phasensprung auf mein Signal. Naja. Ich muss ihn zwingen. Das ist jetzt das Ding. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen volle Energie auf den Sprungantrieb. Könnte ich jetzt ihm hinterher springen und oh, ich werde angegriffen, Hilfe. So, das könnte ich machen und hier meine Flotte sammeln. Oder aber ich ignoriere das einfach, weil das nicht wirklich sehr viel Schaden macht, auch wenn es böse ausschaut, und zwinge ihn von hier sich zurückzuziehen, nämlich nach hier oder hier, weil ich jetzt weiter voranbringe. Und genau das werde ich tun. Ich werde seinen Mini-Angriff ignorieren, weil der weder gefährlich noch sonst was ist. Und ich zwinge ihn damit abzuhauen. Ah, der Titan kommt. Hallo Titan, ja servus. Schlag die Eindringlinge zurück. So, er hat nämlich gemerkt, ich greife da. Geht da nicht drauf ein. Jetzt wollt ihr einen 2-Punch-Schlag machen. Sprich, das erkläre ich auch gleich. Er wollte, dass ich jetzt hier angegriffen werde und hier, während ich diesen Planeten zerstöre. Und das wäre dann nach wie vor für ihn schlimmer, aber nicht ganz so schlimm. Schadensminimierung, indem er mir ein bisschen Schaden zufügt, statt gar keinen. Trotzdem, das ist sehr verzweifelt hier. Und bei aller Liebe, das führt zu nichts, was der hier versucht. Wirklich. Sein Titan kriegt nämlich sowas von Probleme. Ich greife mit allem an, was ich habe. Der Titan muss weg.
Und das da oben kann ich eigentlich ignorieren. Das ist... Ja, es ist nervig, aber es ist nicht super schlimm. Wenn ich das klug mache, hier mit dem Ausrüsten meiner Sternbasen, gewinne ich das. Der muss tanken, die Basis wird ausgebaut zum Tanken. Und hier baue ich die Waffensysteme auf. So. Bauwerk komplett. Irgendwann ist halt Schluss. Ne? Hier die ganzen Träger zerstören. Komsak hat Feinde im Anflug erfasst. So, und weiter geht's. Weil das passt so schon. Solange die Sterne. So, die ist jetzt fast zerstört, aber das Upgrade müsste durchkommen. Komm schon. Ah. Böse. Knifflig. Ist zwar durchgekommen, aber hat nicht gemacht, was ich eigentlich von ihm wollte. Schade. Ich dachte, die maximalen... Ich dachte, die aktuellen HP würden auch aufgebaut werden, aber dem ist nicht so. Aber ich glaube, ich gewinne es trotzdem noch. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Das passt, ganz im Ernst. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Der schafft die Sternenbasis nicht. Nicht so, wie er sich das wünscht. Ah, vielleicht schaffst du es doch noch. Wird sehr knapp. Na, jetzt hat er sie. Aber ich habe ja noch eine. Von dem her, das passt dann schon. Und die muss er auch erst noch zerstören. Unsere Köpfe hat sich erhöht. Was geht ab? Irgendeiner hat viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld. Soll ich da jetzt mitmachen? Nee. Ist mir egal. Das darf mir nicht egal sein. Boah. Jetzt greifen sie doch mich an. Was denn Mist? Hör, die Sternbasis dreht sich! What, lol? Okay. Ja, cool. Wir sind bereit. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen was ausbilden. Nicht ausreichende Metalle. Lol, komm schon. Nicht ausreichende Metalle. Ah, jetzt komm schon. So. Kleine Flotte. Die hier der Sternbasis hilft. Aber es müsste eigentlich gehen. So, hier wollte ich immer noch die Konstruktionskreuzer benutzen. Um Zeugs auszubilden, aber das dauert noch. Ist nicht so einfach gerade. Ist nicht so einfach. Leider werde ich jetzt allerdings Pause machen müssen. Das heißt, die Auflösung dieses Konflikts wird warten müssen. Ich bedanke mich wie immer bei jedem fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann, ciao! Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut! Thank you.